Basel. Vielen Dank für die Einladung und für diese sehr tolle Initiative. Und ja, ich bedanke mich und freue mich auch schon, mit euch über diese Themen sprechen zu dürfen. Ich wurde gebeten, dass ich mich kurz noch einmal ein bisschen vorstelle. Eben wie schon Angela gesagt hat, ich bin Aktivist der Bewegung für den Sozialismus. Ich bin in Basel aktiv und die BFS ist eine schweizweit aktive Organisation. Also wir sind in allen Schweizer Landesteilen vertreten und aktiv. Ich bin, oder gerade wir in Basel, sind seit einigen Jahren bereits sehr stark im Bereich der ökologischen Thematik aktiv. Wir haben eine Gruppe von Klimaaktivistinnen aufgebaut, das ist das Collective Climate Justice, und wir haben da auch, sind da sehr stark drin beteiligt, eine Gruppe, die sich eben versucht, oder die versucht, das Thema der Klimagerechtigkeit stark zu machen, das heißt eben auch auf die internationale Dimension des Klimawandels und der in der Schweiz aktiven Konzerne hinzuweisen. Weiter war ich auch eben sehr stark bei dem Strike for Future oder bei der Vorbereitung des Strike for Futures involviert. Das ist oder war eine Initiative, die Ende 19 ergriffen wurde und bei der klimastreikende SchülerInnen versucht haben, eben mit Gewerkschaften einen Aktionstag aufzubauen und versucht haben, eben diese Brücke zu schlagen zu sozialen Themen. Und wir haben in Basel eben dieses Bündnis mit aufgebaut, das eben am 15. Mai, eben das wäre nächsten Freitag, hätte da eben ein großer Aktionstag stattfinden sollen. Das ist natürlich jetzt ins Wasser gefallen. Wir sind aber immer noch stark dabei und versuchen das dann für ein späteres Datum dann zu wiederholen. Und schließlich noch ein kurzer Hinweis, und das möchte ich jetzt auch schon machen. Ich bin auch mit, oder wir von der BFS mit anderen Organisationen organisieren auch Ende Juni eine internationale ökosozialistische Konferenz. Ich habe gerade die Webseite in den Chat gepostet. Das ist auch, soll auch online natürlich stattfinden, und das ist eine Initiative, die ergriffen wurde, eben um verschiedene Aktivistinnen aus der ganzen Welt eine Austauschmöglichkeit zu geben über ökosozialistische Strategien, Forderungen und ja, und Alternativen. Genau. So, das jetzt erstmal zu meiner Person. Wie auch gesagt wurde, ich basiere mich in diesem kurzen Input auf den Artikel, den ich geschrieben habe. Und vielleicht auch einfach mal so vorweg noch, dieser Artikel wurde vor allem in Dialog oder auf Reaktionen auf klimaaktivistische Kreise und Diskussionen verfasst, was auch bedeutet, dass wahrscheinlich einige Dinge da drin zu finden sind, die für uns als Ökosozialistinnen vielleicht auch eher selbstverständlich sind. Genau, das auch einfach noch so als Vorwarnung. Genau. Was, glaube ich, meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist, dass tatsächlich eben diese Krise, die jetzt aktuell ausgebrochen ist und die ja verschiedene Dimensionen hat, zumindest eine Wirtschaftskrise und auch eine Gesundheitskrise, dass die ja auch ein extremer Schlag bedeutet hat für die Klimabewegung, oder? Und das merken wir gerade eben hier auch in der Schweiz, wo diese Klimastreikbewegung eben jetzt durch diese Krise sehr stark an Schwung verloren hat. Und da zeigt sich meines Erachtens, zeigen sich zwei Probleme, die miteinander verbunden sind. Einerseits natürlich, dass eben die Klimabewegung in ihrer Hauptströmung, wenn man so will, die Frage von Arbeit und die Frage von sozialen Themen allzu wenig bisher beachtet hat und allzu wenig versucht hat, eben diese Brücke zu sozialen Kämpfen herzustellen. Und das natürlich aber auch umgekehrt, und das darf man auch nicht vergessen, dass auch eben die starken und wichtigen Gewerkschaften auch selbst die Klimafrage allzu wenig beachtet haben. Das heißt, wir haben hier einen Nachholbedarf und auch eine Frage, die sich uns stellt, wie wir diese Brücke herstellen. Und das zeigt sich, um vielleicht nur ein Beispiel zu nehmen, auch aktuell bei uns in der Schweiz, und das wird wahrscheinlich ähnlich sein in Deutschland. Wir haben aktuell mit der Krise eine Diskussion über die Hilfe an Fluggesellschaften, die in Krise geraten sind. In erster Linie natürlich die Airline Swiss, die ja eine Tochtergesellschaft von Lufthansa ist und wo jetzt vor einigen Wochen ein Hilfspaket
Kredit von fast 1,5 Milliarden Schweizer Franken gesprochen wurde vom Bund, genau, ohne, ganz explizit, ohne Klimaauflagen an dieses Unternehmen und auch, und das ist auch wichtig, ohne Auflage in Bezug auf Schutz der Arbeitsplätze, was sich jetzt dadurch auch schon geäußert hat, dass die Swiss jetzt angekündigt hat, zwischen 1.500 und 1.900 Stellen streichen zu müssen in den nächsten Monaten. Also man sieht hier schon, glaube ich, sehr gut auch, was diese Krise eben mit der Frage von Ökologie gemacht hat, dass eben aufgrund der wirtschaftlichen Lage die ökologische Frage vollkommen nebensächlich wurde. Genau. Und eben wir aber auch als Linke natürlich in der Schwierigkeit stehen, dass wir ohne Belegschaft, die sich für einen ökosozialen Wandel einsetzt, irgendwie schwierig oder es schwer haben, wirkliche Alternativen zu zeichnen, ohne einfach oder die über die irgendwelche Aufrufe und Papiere hinausgeht, sondern tatsächlich auch eben in der Realität irgendwie für viele Menschen etwas ist, das tatsächlich möglich ist. Also wir bleiben natürlich auf sehr abstrakter Ebene, eben dadurch, dass eben die Belegschaft und die Gewerkschaften zum Beispiel oder aber eben auch die Klimawegen keine konkreten Alternative zeichnen können. So, das vielleicht einfach so als Einstieg, um eben, glaube ich, die Schwierigkeiten aufzuzeigen. Und ich glaube, was ich jetzt kurz noch in zwei Punkten machen möchte, ich kurz darauf hinweisen, weshalb wir eben trotz dieser Krise und trotz dieser sehr schwierigen Situation nicht an einer ökosozialen oder ökosozialistischen Strategie und Alternative festhalten sollten und was für Möglichkeiten es gibt, was für Interventionsfelder aus meiner Sicht wichtig wären. Das Erste, was ich jetzt also kurz erläutern möchte, ist das, was ich auch im Text versucht habe zu beschreiben, ist, dass wir aktuell in einer Situation uns befinden, die Ausdruck ist von einer sehr tiefgreifenden Krise des globalen Kapitalismus. Ich möchte dafür den Begriff der Krise der Produktion des Lebens verwenden, den ich sehr interessant finde. Der stammt von einer italienischen Feministin und die in den USA lebt, Silvia Federici, die ist wahrscheinlich einigen von euch bekannt. Die hat eben diesen Begriff geprägt und ich finde ihn interessant, weil er eben zeigt, dass die Krise, in der wir stecken, Ausdruck ist eben von einem tiefgreifenden Bruch in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaften mit unserer Umwelt interagieren. Und das heißt, diese Krise der Produktion des Lebens bedeutet, dass eben immer mehr Menschen nicht in der Lage sind, sich selber, ihre Mitmenschen gesund am Leben zu erhalten. Und das hat dann eben, das ist meines Erachtens eben interessant, hat eben verschiedene Aspekte. Das heißt, es hat natürliche Aspekte, selbstverständlich. Das sind die Unwetter, die steigenden Meeresspiegel, das sind die ausbleibenden Ernten und so weiter. Aber das hat auch eben soziale Aspekte. Und das bedeutet, dass wir den Klimawandel eben nicht nur als Naturphänomen anschauen sollten, sondern eben auch als ein Problem von unseren kapitalistischen Gesellschaften, die nicht in der Lage sind, den Mehrheiten der Menschen, sich irgendwie in dieser neuen ökologischen Situation gesund am Leben zu erhalten. Da hier auch noch vielleicht einige Stichworte, eben überlange Arbeitstage, Stress am Arbeitsplatz, psychologische Krankheiten und natürlich eben ein Gesundheitssystem, das nicht in der Lage ist, die Gesundheit der Mehrheit der Menschen irgendwie sichern. Und selbstverständlich, auch das noch einfach als Einschub, hat diese Krise natürlich je nach Klasse, je nach Region auf der Welt natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen. Sie ist, also die aktuelle Krise, das zeigt sich ja auch, ist ja vor allem eine Krise, die Länder des globalen Südens besonders brutal trifft. Und wir sehen, glaube ich, dass eben die Corona-Krise und auch die Krankheit an sich selbst auch Produkt ist dieser Krise der Produktion des Lebens. Mir wurde gesagt, dass ihr darüber schon gestern gesprochen habt, deshalb einfach nur noch auch einige Stichworte. Auch in ihrer Entstehung zeigt sich, dass Pathogene, also das heißt eben neue Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, dass das dadurch gefördert wird, dass
wir zunehmend eben über intensive Landwirtschaft unsere Nahrungsmittel herstellen. Durch die Massentierhaltung wird das auch, das ist gefördert. Es wird auch durch zunehmende Abholzung, führt es dazu, dass Menschen immer näher an Wildtiere kommen und auch so eben das Überspringen von Krankheiten von Wildtieren auf Menschen gefördert wird. Wir haben aber auch natürlich in der Ausbreitung sehr stark die Krise ist auch in ihrer Ausbreitung Ausdruck einer dieser globalen kapitalistischen Produktionsweise. Auch hier auch einfach nur Stichworte, globale Lieferketten, genau, die dazu führen, dass diese Krankheiten sehr schnell sich ausbreiten. Und das ist auch meines Erachtens sehr wichtig, wir sehen auch eine Krise der kapitalistischen Rationalität oder der kapitalistischen Vernunft. Wir wissen seit Jahren und seit Jahren warnen WissenschaftlerInnen, dass es zu einer globalen Pandemie kommen könnte. Zum Beispiel hat der globale Biodiversitätsrat vor einigen Jahren ganz ausdrücklich davor gewarnt, dass eben das Schwinden oder das Massenaussterben dazu führen kann, dass Pandemien auftreten könnten. Und die Regierungen und die Mächtigen dieser Welt haben das ganz klar eben nicht ernst genommen und ganz klar eben zur Seite geschoben und andere Prioritäten gesetzt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, um auch zu verstehen, dass in der aktuellen Krise überhaupt nicht Einsicht eintreten wird von Seiten der Herrschenden, sondern im Gegenteil, dass diese Herrschenden noch weiter in dieser unvernünftigen Spirale des Wachstums irgendwie gefangen bleiben werden. Genau, so als erster, das ist mein erster Punkt, eben diese Krise der Produktion des Lebens. Und was daraus folgt, ist ein meiner Erachtens sehr wichtiger Punkt, nämlich wenn wir sagen, Krise der Produktion des Lebens, heißt das eben auch, dass Arbeit eine sehr starke Rolle spielt dabei. Das heißt, dass natürlich unsere Leben nicht einfach so automatisch erhalten und produziert werden, sondern dass da Arbeit dahinter steckt. Einerseits natürlich Arbeit von Natur, wenn man das so sagen kann, Arbeit von Ökosystemen, das, was ja auch immer mehr Organisationen versuchen, als ökonomischen Wert zu beziffern. Aber natürlich sehr wichtig, Arbeit eben auch von Menschen. Und Arbeit ist in diesem Sinn eben etwas, was zentral ist für unsere Gesellschaft. Und das wurde auch in der Einführung schon gesagt. Es wird plötzlich sichtbar, dass eben dass wir als Menschen nicht einfach so überleben, sondern dass da sehr viel Aktivität und Arbeit dahinter steckt. Das zeigt sich eben heute sehr deutlich. Genau, und hier ist, glaube ich, eben auch ein blinder Fleck vieler umweltbewegten Menschen, nämlich dass Arbeit eben als per se umweltschädlich angesehen wird und Arbeit als etwas, was so stark wie möglich reduziert werden sollte, um irgendwie in einer nachhaltigen Gesellschaft zu leben. Und dahinter steckt natürlich in meiner Ansicht nach eine sehr verkürzte Sicht auf das, was wir Arbeit nennen, nämlich es geht zum Beispiel vollkommen vergessen, eben dass extrem viele, vor allem Frauen, eben da Sorgearbeit leisten. Etwas, was eben sehr wenig umweltschädlich ist und was auf das wir einfach auch nicht verzichten können. So, das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig. Und eben auch, ich habe jetzt gesagt, ein blinder Fleck von vielen umweltbewegten Menschen. Ich glaube sogar ein blinder Fleck von vielen linken Umweltaktivistinnen. Nur hier vielleicht eine solidarische Kritik anzubringen am Netzwerk Ökosozialismus, das in Deutschland aktiv ist, wo ich den Eindruck habe, dass dort vor allem eben von einem der Exponenten dort, von Bruno Kern, sehr stark die Idee da ist, dass IndustriearbeiterInnen kein Interesse haben werden an einem ökosozialen Umbau und dass deshalb dieser ökosoziale Umbau gegen die Lohnarbeitenden in diesen Bereichen durchgesetzt werden soll. Und weshalb, und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach eines der größten Probleme dieser Aussage, dann eben sehr stark an Konsumentinnen oder an die Menschen als Konsumentinnen appelliert wird und nicht an die Menschen als Lohnabhängige. Und das sieht sich, glaube ich, das sieht man überall in den Umweltdiskussionen eben, dass Menschen nicht als Lohnabhängige adressiert werden, sondern als Konsumentinnen und vielleicht als Bürgerinnen, aber nicht als Lohnarbeitende. Und da vielleicht einfach noch zwei
Und dann bin ich fertig. Noch zwei Aspekte, die glaube ich, meiner Meinung nach sehr wichtig sind, eben auch um strategisch dann darüber nachzudenken. Aber natürlich, das, was ich jetzt sagen werde, ist jetzt nicht sehr konkret, sondern einfach um zwei Pflöcke mal einzuschlagen, um sich dann ein bisschen zu orientieren. Das Erste, das habe ich bereits angetönt, ist die Rolle von Reproduktionsarbeit. Das hat auch Angela in der Einführung kurz erwähnt. Ich glaube, das ist ein zentraler Aspekt, auch wenn jetzt heute und vor allem eben auch, wenn wir über einen ökosozialen Umbau nachdenken, nämlich, dass wir eben nicht nur, das ist natürlich sehr wichtig, aber nicht nur eben Konversion in den Industrien in Angriff nehmen und darüber nachdenken, sondern dass wir eben auch die Reproduktionsarbeit ins Zentrum stellen. Das ist eine theoretische Notwendigkeit, aber das ist auch eine politische Notwendigkeit und es ist auch eine Möglichkeit, meiner Ansicht nach, eben strategisch sich da einzubringen, weil ich spreche jetzt gerade eben wieder aus der Perspektive der Schweiz, wo eben im letzten Sommer eine massive Frauenstreikbewegung stattgefunden hat. Mehrere hunderttausend Frauen sind auf die Straße gegangen und da hat eine Diskussion stattgefunden eben darüber, wie Reproduktionsarbeit verteilt werden soll, zeitlich, räumlich und so weiter. Und eben das ist, glaube ich, ein zentraler strategischer Hebel auch, um über Ökosozialismus nachzudenken. Vielleicht einfach das so als kurzer Input, vielleicht können wir darüber dann noch nachdenken. Und das Zweite ist meines Erachtens auch zentral, ist, dass wir eben den Klimawandel auch als Gesundheitsproblem betrachten. Das wird immer wieder gesagt, aber meines Erachtens ist das zentral eben auch für die für den gewerkschaftlichen und den sozialen Aktivismus. Nur ein Beispiel. Also über die Umweltverschmutzung wird natürlich immer wieder berichtet und wie viele Tote das weltweit immer wieder bringt. Darüber gibt es auch verschiedene Studien. Vielleicht noch viel konkreter. Es gibt Berichte von der UNO und der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, die sagen, dass nur die Hitze, die zunehmende Hitze dazu führen wird, dass Arbeitende vor allem in den tiefen Produktionszweigen, also in den schlecht bezahlten Produktionszweigen, dass die besonders von dieser steigenden Hitze betroffen sein werden. Das heißt, und hier auch wieder sehen wir, dass diese Organisationen immer versuchen, dieses Problem zu beziffern, um da irgendwie einen ökonomischen Wert dahinter zu sehen. Die UNO rechnet, ich habe hier eine Zahl, gemeinsam mit dem Weltklimarat, dass bis 2050 Produktionseinbußen oder Produktivitätseinbußen von 20% eintreffen werden, wegen erhöhter Hitze. Genau. Uns sollte es vielleicht egal sein, ob das jetzt zu Produktivitätseinbußen führen soll, aber was dahinter steckt, ist natürlich, dass die menschlichen Körper selbst eben ganz unmittelbar als arbeitende Körper von diesen steigenden Temperaturen betroffen sein werden. Das heißt als Implikation vielleicht, dass eben nicht nur unser Ökosystem an ihre Grenzen kommt, sondern dass wir uns mit unseren Körpern an unsere Grenze kommen, wenn es um den Klimawandel geht. Und da ist eben, glaube ich, ein zentraler Aspekt, nämlich dass eben gewerkschaftlicher Aktivismus auch in der Geschichte, wenn man sieht, sehr stark eben auch immer um gesundheitliche Fragen gedreht hat. Ich kenne ein bisschen die Beispiele aus den 1970ern, der USA zum Beispiel, wo eben einige Gewerkschaften angefangen haben, Umweltfragen aufzunehmen und für Umweltschutzregulationen einzustehen, weil eben das als Gesundheitsproblem definiert wurde. Gesundheitsproblem in Bezug auf Nahrung, in Bezug auf die Quartiere, in Bezug auf das Grundwasser, in Bezug aber eben auch auf die Arbeitsplätze selbst, wo die Menschen eben mit giftigen Substanzen in Kontakt gekommen sind. Das heißt eben, ich denke, Gesundheit sollte ein zentraler Aspekt sein, um eben soziale Fragen mit ökologischen Fragen zu verbinden. Und ich glaube, das könnte ein guter Übergang sein jetzt auch für die nächsten Interventionen. Und damit wäre ich jetzt auch erstmal am Ende mit meinem Input. Vielen Dank.